Und damit herzlich willkommen, liebe Bundesliga-Freunde, zu einer neuen Bundesliga-Prognose. Heute mit Schalke in Gladbach. Dümpeln ja beide so ein kleines bisschen am oberen Ende des unteren Tabellendrittels so ein bisschen rum. Oder so in etwa. Allerdings auch nur 2 Punkte auseinander. Ich glaube, Mainz ist noch zwischen den beiden. Und da entscheidet sich jetzt zwar nicht großartig viel in der Partie, aber man kann sich entweder ein bisschen absetzen vom Tabellenkeller oder eben entsprechend sich irgendwo da unten so ein bisschen festigen, dass man nicht weiter runterrutscht. Eventuell hat man auch die Möglichkeit, sich so ein bisschen nach oben zu orientieren. Das gilt natürlich für beide. Und vielleicht sogar, wenn alles gut läuft, ja, das wäre vielleicht ein bisschen sehr weit geholt, aber so ein bisschen internationale Luft anzupeilen, wobei das noch ein bisschen weit weg ist. Aber jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt und vielleicht wird das ja für beide der erste Schritt zurück in Richtung internationales Geschäft. Scheißdreck. Ach Mann. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, jetzt bloß nicht den Gegner hier frei wie er. Oh, was soll denn das? Ey. Alter, knallt das Ding da weg. Ey, was machen die denn da? Wollen die mich gerade völlig verarschen? Und jetzt knallt das Ding da erstmal weg. Mann. Ich fange jetzt hier nach einer Viertelstunde an, schon mich aufzuregen, weil die KI schon von Anfang an nur Scheiße baut hier. Und mir das unnötig schwer macht teilweise. Oh. Das hätte jetzt fast so ein Ding werden können wie in Holland am Wochenende jetzt. Ja, ich denke mal, ihr habt das irgendwie schon mitgekriegt mit diesem Torwart, der sich da quasi selbst ein Ei ins Nest gelegt hat. Und das kann man echt bloß als selbst ein Ei ins Nest gelegt bezeichnen. Scheiße! So wie er das gemacht hat. Müsst ihr euch mal angucken. Gibt es bestimmt irgendwie auf YouTube auch ein Video von. Oder vielleicht auch irgendwie in der Bildzeitung mal gucken. Bei denen konnte man das Video, glaube ich, auch sehen. Es sah schon ein wenig witzig aus, wie er sich da selbst. Ja, mehr oder weniger. Ah, oh, du solltest das Ding nach unten spielen. Wozu drücke ich denn auch nach unten? Aus Spaß oder was? Ey. Es geht schon wieder los. Boah. Ey, die KI, oh, dieses halbautomatische, ne? Es ist teilweise so dermaßen schlecht hier. 20 Minuten gespielt und ich bin wieder nur am Meckern, weil hier die Hälfte von dem, was ich der KI sage, einfach nicht umgesetzt wird. Das Passspiel nicht. Dann wird der Pass in eine völlig andere Richtung gespielt, als ich eigentlich drücke. Oh, ich habe wieder nach oben gedrückt. Wohin spielt der? In die Mitte. Was soll der Scheiß? Oh, riecht mich das auf. Ey, und wenn das schon so anfängt. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Ja, Ausgangspunkt war dieser von der KI total eigenmächtig in die komplett andere Richtung gespielte Scheißpass. Boah, kann ich mich bei sowas kann ich mich echt nur aufregen. Weil das Spiel nicht macht, was ich ihm sage.
Oh, Alter, da krieg ich einen Krampf, Alter. Ja, jetzt bin ich nicht richtig an den Ball gekommen, Mist. Boah, Alter. Oh, dann ist da auch so wenig vernünftige Bewegung im Spiel, ne? Oh, na endlich mal ein Pass, mit dem ich was anfangen kann. Meine Fresse. So muss das laufen. Meine Fresse, ey. Das kann doch nicht angehen, dass einem diese teilweise wirklich absolut abgrundtief dämliche und eigensinnige KI vor allen Dingen so einen Strich durch die Rechnung macht. Durch dieses völlig unsinnige, teilweise eine haarsträubende, halbautomatische Passspiel. Du drückst in eine Richtung und wohin spielt er den Pass? In die völlig andere. Oh, ich habe das erst im letzten Moment gesehen, dass der Gegenspieler da ziemlich dicht dran stand. Irgendwie stehen die Gladbacher ein bisschen sehr schnell und sehr früh an den Männern. Ah, Mist. Boah. 1:1 zur Halbzeit. Meine Fresse, ey. Das hat letzte Woche irgendwie mit den Frankfurtern besser geklappt. Die hatten einfach in der Offensive ein viel, viel besseres Laufspiel. Mit dem konnte man richtig was anfangen. Wer es gesehen hat, wird wissen, was ich meine. Und wer es nicht gesehen hat, der darf sich das jetzt gerne nochmal angucken. Das nenne ich Passspiel in der Offensive. Aber was hier jetzt gerade läuft, das geht gar nicht. Kein Aufbauspiel kriege ich so richtig auf die Kette gerade. Dann kriege ich den Fuß gerade nicht am Ball. Die machen hier gerade schon wieder wie mit mir, was sie wollen. Hier, wo soll ich bitte hin, wenn sich außen keiner anbietet? Ey. Och, Mann. Ich bin schon wieder total im Rage-Modus hier. Nirgendwo vernünftig hin mit dem Ball. Jetzt bin ich da auf der Seite völlig alleine. Schwein gehabt, dass mir das Ding noch mal vor den Fuß fällt. Alter. Das war totales Glück eben. Gucken wir uns das gleich noch mal an.
Mein Torwart kannst du dir keinen Vorwurf machen. Auch noch Schwein gehabt, dass ich ihm das Ding nur irgendwie unterm Socken durchgeschoben habe. So, jetzt habe ich wenigstens erstmal ein bisschen Ruhe hier und habe was, worauf ich aufbauen kann. Aber ich habe echt gerade den Eindruck, dass hier vor allen Dingen das Laufspiel und das Stellungsspiel der eigenen Mannschaft völlig daneben ist. Das war doch mal ein Pass. Ah, Mist. Oh, Elfmeter. Und rot. Wow, in der 65. Minute rot. Für Andreas Christensen. Wow. Na, das will ich jetzt aber noch mal kurz sehen. Ja, klar. Das ist rot. Wie ihr da das Bein noch mal hochhebt, das ist eine klare rote. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Na. Ich mach das ja zu gerne, ne? Und der sitzt. Ralf Fährmann mit dem 1 zu 3. Die rote Karte war berechtigt. Aber auch erst in der Verlängerung zu sehen. So im laufenden Spiel habe ich nicht so beachtet, aber er hebt einfach den Fuß und da kannst du in so einer Situation dann eigentlich auch nur rot geben. So, jetzt habe ich sie, glaube ich. Na, ich will mal die Fresse nicht zu weit ausreißen. Wir haben noch nicht mal 75 Minuten gespielt. Hä? Aber jetzt habe ich, glaube ich, so ein bisschen das Ganze so weit in der Hand, dass der Gegner eigentlich nur noch versuchen kann, das Schlimmste zu verhindern. Nämlich hier so, nämlich so richtig unter die Räder zu kommen, wie der HSV am letzten Spieltag. Sorry, der musste jetzt sein. Aber mal ganz ehrlich, ne? Also, was der HSV da abgeliefert hat, das ging ja mal gar nicht. Man kann gegen die Bayern mal verlieren, aber nicht so. Vor allem, weil das ja auch nicht das erste Mal ist, dass die da sich so haben verkloppen lassen. Anders kann man das nicht nennen. Die haben ja wohl richtig Prügel bezogen. Und das nicht zum ersten Mal. Ah, Scheiße. Vielleicht eine Sekunde zu lange gezögert. Oh, der war jetzt gar nicht so schlecht. Ja, da hätte was draus werden können. Also langsam müssten sie aber mal anfangen, so ein bisschen aufzumachen. Was mir dann natürlich. Oh, Scheiße. Ich bleib mal weg. Lass mir erst die Vorteile. Situation ablaufen. So, jetzt nutzt doch mal einfach ein bisschen das Überzahlspiel so ein bisschen. Oh, da sollte er noch nie hin. Auch wieder so ein Ding. Er knallt den völlig unkontrolliert vorne in die Spitze rein. Dabei sollte der einfach nur zurück ins Zentrum. Da kam er nämlich. Und dann hätte ich damit auch was machen können mit dem Ding. Oh, jetzt habe ich hier aber richtiges Loch. Oh, das war schön. Das ist ja schon wieder ein Fuß zwischen. Fuck. Ja.
Oh, Scheißdreck. Schwein gehabt. Und da fällt das Ding. Das war klar abzusehen, dass aus der Situation jetzt ein Tor wird. Ab dem Moment, wo ich auf dem Flügel den Pass spielen konnte, in die Mitte rein, war klar, geht der Mann vor dem Tor nochmal ein Stück in den Rückraum und wenn es bloß ein, zwei Meter sind, was er ja dann getan hat, wird aus der Nummer ein Tor. Ab da, wo der Pass hier durchgeht, war fast klar, dass aus dem Ding was wird. Ließ sich eigentlich auch nicht mehr vermeiden. So. Boah, aber jetzt wird es hier gerade mal so ein bisschen sehr. Scheißdreck. Bisschen sehr löchrig da hinten in der Abwehr, wollte ich gerade sagen. Das ist so eine richtige Schweizer Käseabwehr. Aber jetzt. Oh, scheiße. Jetzt kommt nochmal der Konter. Scheißdreck. Kacke, jetzt kriege ich echt nur das 2:4. So ein Mist. Hätte ich die Fresse mal nicht zu weit aufgerissen. Naja, mein Gott. Jetzt sieht es wenigstens nicht mehr ganz so schlimm aus für Gladbach. Hier habe ich jetzt auch so ein kleines bisschen Elfmeter riskiert. In dem einen Ding eben. Aber naja, mein Gott. Haben wir wenigstens mal 6 Tore in einem Spiel. Das ist doch auch mal ein bisschen was. Ah. Das war's. 2:4. Schlagen die Schalker die Gladbacher. Ich tippe natürlich, dass es am Wochenende ein wenig anders laufen wird. Ich glaube kaum. Aber das ist auch wieder so ein typisches Verlegenheitsding. Ich tippe da mal auf ein ganz knappes 2:1 für Gladbach. Spiel tippe ich mal so ein bisschen, dass es auf Augenhöhe abläuft. Aber ich glaube, die Gladbacher werden es am Ende packen mit 2:1 ganz knapp. Aber hier haben wir jetzt ein 2:4 draus gemacht. Naja, mein Gott. Ist egal. Mal gucken, mit was wir dicht daran liegen. Mit dem Tipp oder mit dieser Prognose. Schauen wir mal. Hier ist jetzt erstmal Schluss für heute. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich.